Hallo und herzlich willkommen zum Videoblog von Ecke Warschig Productions. Heute wollen wir uns die Frage stellen, kann ich als Unternehmer auf Social Media verzichten? Diese Frage stellen wir uns jetzt. Deutschland hat ca. 82 Millionen Einwohner. Davon nutzen ca. 46 Millionen Menschen ein Smartphone. In unserem Land gibt es an die 28 Millionen Nutzer in Facebook und ca. 35 Millionen YouTube-User. Was sind nun die Gründe für YouTube-Nutzer? Ca. 66% wollen Spaß und Unterhaltung. 50% wollen Informationsbeschaffung und 53% wollen Kontakten und Videoaustausch. 90% schauen sich tolle Videos an, während 9% bewerten, kommentieren und Playlists erstellen. Allein 1% lädt Videos hoch. Ich bin Peter Warschig von Ecke Warschig Productions. Bei diesen Zahlen, die wir gerade gesehen und gehört haben, wird ersichtlich, dass die Frage für Unternehmer nach Social Media relevant sind. Natürlich gibt es den Einwand, es ist ja branchenspezifisch. Nicht jeder braucht das. Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass es so nicht ganz stimmt. Natürlich kriege ich auch die Frage oder das Argument, ja Moment, wie ist es mit den Ärzten? Erstens mal dürfen sie nicht werben und zum Zweiten brauchen sie das? Wenn man sich umschaut, wird man überrascht sein, dass es doch viele Ärzte gibt, die in den Social Media aktiv sind. Und ich habe sogar eine Klinik in Instagram gesehen. Da war sogar ich überrascht. Kann ich denn nun auf Social Media verzichten? Meine Gegenfrage: Verzichten Sie auf Werbung? Setzen Sie Ihre Flyer ein? Haben Sie eine Webseite? Und wie ist es vielleicht mit Anzeigen? Schalten Sie die? Dann ist meine Frage: Wozu? Sie wollen Aufmerksamkeit erreichen. Mit dem Flyer sagen Sie, hallo, hier bin ich. Mit der Webseite zeigen Sie, was Sie eigentlich machen. Ihre Produktpalette wird vorgestellt oder auch Ihre Dienstleistungen. All das machen Sie, Sie werben. Wenn wir uns jetzt die Werbung von Ihnen näher anschauen, nehmen wir den Flyer. Den müssen Sie gestalten lassen, drucken lassen und dann müssen Sie ihn verteilen. Das kostet alles Geld, dass Sie investieren müssen, nur um ein Hallo, hier bin ich zu erzeugen. Bei der Webseite ist es ähnlich. Die Webseite einrichten zu lassen, aufzubauen, kostet genauso auch Geld. Nur, dass mal jemand auf Ihre Webseite kommt, um sich zu informieren. Und seien wir mal ehrlich, jemand, der sich Ihre Webseite ganz genau anguckt, sind Jobsuchende. Natürlich ist der Wunsch, dass die Kunden, die Verbraucher, Ihre Webseite sich anschauen, um sich wirklich ausführlich zu informieren. Doch realistisch gesehen passiert das vielleicht einmal, wenn Sie sonst nichts machen. Sie sehen also, um das Werben selber kommen Sie nicht drum herum. Mit einem Flyer, habe ich gesagt, erreichen Sie ein Hallo. Und das war es auch. Mit Ihrer Webseite informieren Sie über Ihre Produkte. Mehr ist auch nicht drin. Wenn Sie jetzt noch einen kostenfreien Vortrag anbieten oder immer wieder, damit bauen Sie auch eine Kundenbindung auf. Sie geben den Verbraucher die Möglichkeit, Sie näher kennenzulernen. Eine gute Sache. Nur, was ist, wenn Sie jetzt Zeiten anbieten, die der Verbraucher nicht wahrnehmen kann und der ist wirklich sehr daran interessiert? Da bietet sich zum Beispiel eben Social Media an zu nutzen. Sie haben die Möglichkeit, diesen Vortrag entweder auf Video festzuhalten oder als Audioform, sprich Podcast, oder Sie bieten dann das als reinen Text an. Es gibt also die Möglichkeiten, dem Verbraucher dann das mitzugeben, wenn er den Termin nicht wahrnehmen kann. Sie wissen ja selber, die Arbeitszeiten sind heute nicht mehr homogen, sondern sehr unterschiedlich. Jetzt könnten Sie mit einem Argument herkommen und sagen, im Moment, ich halte einen Vortrag, ich mache mir die ganze Mühe, kostet genauso auch Zeit und Geld und dann stelle ich es ins Internet, dann kommt ja keiner mehr.
ein guter Gedanke, nur zu kurz gedacht. Denn das, was Sie mit einem Vortrag erreichen können, erreichen Sie mit einem Video nicht. Nämlich die Beziehung, den direkten Draht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Vortrag halten, wo Sie am Ende noch eine offene Fragerunde ermöglichen, das schaffen Sie mit einem Video nicht. Natürlich, bei einem Video, wenn Sie es zum Beispiel in YouTube setzen, gibt es die Möglichkeit der Kommentarfunktion. Das ist eine Möglichkeit, kann man nutzen, würde ich auch nutzen. Aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn Sie jetzt direkt an Ort und Stelle Frage oder Fragen beantworten. Wenn man das mal so sieht, die Social Media sollte man nicht jetzt als eine Sache sehen, sondern als Ergänzung. Eine Ergänzung zu Ihren ohnehin Werbeaktivitäten oder Akquiseaktivitäten. Nutzen Sie die Möglichkeit, nutzen Sie die Gelegenheiten, ob halb oder nicht halb, nutzen Sie es. Verzetteln Sie sich natürlich nicht. Es macht keinen Sinn, wenn Sie jetzt bei 5 sozialen Plattformen aktiv sind und das mehr so schlecht als recht. Nutzen Sie 1 oder 2. Mehr braucht es nicht. Wichtig ist, dass Sie dem Verbraucher immer wieder Inputs geben, dass Sie ihm einen Grund geben, weshalb er denn auf Sie zurückgehen soll. Und noch so ein positiver Nebeneffekt: Mit diesen sozialen Medien erreichen Sie auch einen Expertenstatus. Das heißt, wenn Sie der Einzige sind, der zu einem bestimmten Thema immer wieder Inputs gibt, werden die Verbraucher auf Sie aufmerksam und auch die Printmedien, sprich also diese News, Nachrichten, wie die alle heißen, also ob Spiegel oder Stern oder sonst was, unterschätzen Sie das nicht. Sie gucken dort nach. Wenn Sie dort aufzufinden sind bei einem bestimmten Thema, wo Sie so oder so sagen, hey, da bin ich Experte, aber es gibt Mitbewerber, haben Sie hier eine Möglichkeit, sich wirklich zu etablieren. Ob Sie jetzt auf Social Media verzichten können oder nicht, diese Frage beantworte ich Ihnen nicht. Das müssen Sie schon selber tun. Allerdings habe ich Ihnen jetzt gezeigt, was damit möglich ist. Vom Gefühl her haben Sie vielleicht das auch. Naja, so wirklich darauf verzichten wäre ein bisschen dumm. Wie gesagt, müssen Sie nichts. Sie erreichen auch ohne Social Media einiges. Und es geht auch nicht darum zu sagen, das ist das Allheilmittel. Nur mit denen geht alles. Es geht nur darum, aufzuzeigen, was Sie eigentlich nutzen können. Und dass Sie es als Ergänzungsmittel sehen zu Ihren Aktivitäten.